Das Gasgas-Projekt zieht sich ein wenig. Bei der 727 warte ich noch auf Teile für das Lachgassystem. Also Zeit, ein drittes Projekt anzufangen. Etwas für Markus. Und für euch. Und zwar ist es so, dass ich noch ohne Ende Restbestände rumliegen habe. Aus diesen ganzen Jahren, fast Jahrzehnten, fast zwei Jahrzehnte sammeln, was da so zusammengekommen ist. Und um Markus eine kleine Freude zu machen dafür, dass sie hier immer mit anpackt, weil Geld langweilig ist, bauen wir zusammen Markus einen Tuning-Motor aus diesen Restbeständen, die ich hier noch rumliegen habe. Das bedeutet aber auch, dass wir zusammen alles zusammensuchen muss. Also wir brauchen ein Gehäuse, wir brauchen Kolben, Zylinder, Kurbelwelle, diesen ganzen Quatsch. Und wir gehen jetzt auf die Suche nach dem Zeug, was hier noch so rumliegt, was wir dafür noch gebrauchen können, um daraus dann was Brauchbares zu machen. Wir machen also aus Schrott, machen wir Gold, und das kann ich nur empfehlen. Also nicht immer nur sammeln, sondern auch benutzen. Weichen später in meinem Außenlager. Ich habe hier zum Beispiel ohne Ende Motorteile rumliegen, die man dafür ranziehen könnte. Ich schaffe das mal ins Licht. Ach, scheiß drauf, ich habe es hergebracht, alles. Womit fängt alles an? Genau. Mit dem Gehäuse. So, und dann habe ich hier was Spezielles, beziehungsweise was Feines. Denn ich habe hier ein Gehäuse, das ist bei KTM vom LKW gefallen. Das ist nämlich ein nagelneues, mit originalen Lagern ausgestattetes, zwei Spritzdüsen-Gehäuse von Anno Dazumal. Ist noch gar keine Nummer drin. Nein, das ist nicht geklaut. Ihr seht ja, dass das eben nagelneu ist, was hier da oben, hier kaputt gebrochen ist. Und deswegen ist das irgendwie in den Händen von einem meiner gelandet, mit dem ich das Gehäuse getauscht habe. Aber das ist Markus ja egal, dass da ein Gussabplatzer dran ist. Deswegen haben wir hier schon mal ein nagelneues Gehäuse, was man optimieren kann. Dann brauchen wir Stehbolzen, 4 Stück. Die haben wir auch schon mal. Dann brauchen wir die anderen Gehäusedeckel ohne Schauglas, das ist ja egal, mit einem sehr guten Stator. Und diesen schwindeligen Deckel für Rotor, alles was Anlasser betrifft und wo der Pickup drin sitzt. Dieser Deckel wird umgearbeitet von einem Bekannten von mir. Das wird hier oben abgeschnitten, weil wir auch hier wieder auf ohne E-Start umbauen, sodass das dann alles da oben ein bisschen aufgeräumter ist. Dann haben wir den Deckel auch schon mal. Dann haben wir hier einen Kupplungsdeckel. Der ist mit Schauglas und den habe ich mal irgendwo her geschenkt bekommen. Den habe ich instand gesetzt. Da war nämlich die Schraube hier oben, man kann wahrscheinlich auch sehen, dass da ein Helicoil drin ist, ist hier oben kaputt gerissen gewesen. Ich habe das repariert, das ist Markus auch egal. Neuer Simmering drin, das ist quasi schon perfekt vorbereitet. Also Kupplungsdeckel haben wir auch schon mal. Dann brauchen wir, was da reingehört. Also Kurbelwelle, Getriebe. Lass uns damit mal anfangen. Eine Kurbelwelle habe ich hier noch. Die liegt schon eine Weile, aber die kriegt man wieder hin. Das müsste 640 E-Start sein mit diesem scheiß Proxpleuel, was man nicht fahren sollte, weil hier oben die Buchse und so fehlt. Nichtsdestotrotz ist das ja eine Kurbelwelle, die wir nutzen können. Müsste 640 sein. Wäre ein Zufall, wenn das eine 620 E-Startwelle wäre. Okay, Kurbelwelle haben wir. Ölpumpen brauchen wir uns auch keine Gedanken drum machen, habe ich bestimmt noch 40 Stück von. Kupplung habe ich noch nicht gefunden, aber eine Ausgleichswelle, die auch okay aussieht. Ich weiß auch nicht, wo die herkommt. Und eine Wasserpumpe mit Pin, also von den neueren Modellen. Muss man da mal eben gucken, ob die passt. Die ist auf jeden Fall für mit zwei Dichtringe. Also sollte die passen, die halte ich einfach an den Kopf dran und dann wissen wir es. Wollen wir beim Kopf weitermachen? Also fangen wir weiter unten an. Kolben und Zylinder habe ich hier. Zylinder frisch beschichtet von meiner. Der ist nagelneu mit einem CP-Kolben dazu. Das haben wir also auch schon mal. 124er Länge, also für den Hub, den wir bei Markus bauen werden, ist der perfekt. Dann können wir nämlich auf Spacer verzichten. Wenn wir bei Hub sind, dann sind wir auch bei Hubzapfen und Pleuel. Da kommt mein Pleuel rein, wovon nur noch 2 Stück verfügbar sind, mit dem Accent-Hubzapfen 2 mm. Also gehen wir von 78 Hub auf 82 Hub. Und um das richtig auszugleichen, gehen wir da dann wiederum drauf mit einem 640 Kopf. Dann brauchen wir den Zylinderkopf nicht aufstemmen. Der 640 Kopf liegt hier. Der hat halt hier dementsprechend die höhere Quetschkante, um den Hub von den anderen Modellen auszugleichen. Aber damit gleichen wir jetzt den Mehrhub aus in Verbindung mit dem längeren Zylinder. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Der 660 Zylinder ist länger, um die 2 mm mehr Hub von der Kurbelwelle auszugleichen.
Dadurch ist der Kopf dann dementsprechend oben quasi fast plan. Das sind nur 0,2 mm, die die Quetschkante, also die Zylinderkopfkante Überstand hat. Also wir verlängern hiermit für den 80er Hub und die 2 mm Hub, die zusätzlich dazu kommen, gleichen wir im Kopf aus. Somit brauchen wir keine Spirenze mit irgendwelchen Spacern machen und es ist dichter, als würde man den Spacer nehmen. Eine Fehlerquelle, Undichtigkeiten, Fehlerquelle quasi ausgemerzt. Das haben wir schon mal liegen. Den Kopf habe ich von jemandem aus der Community geschenkt gekriegt, der den nicht mehr gebraucht hat, meine ich. Der mich gefragt, ob ich den haben möchte. Das Pleuel geht auf meinen Nacken. Und der Zylinder ist, wie gesagt, der, der in meiner 660 drin war. Ich habe ja einen anderen gekriegt mit 105. Dementsprechend ist der über. Also haben wir 102 mm Bohrung auf 82 mm Hub, was so ziemlich genau 669 Kubik bedeutet, sprich 670, wie das erste Tuning-Projekt, was wir hier schon zusammen durchgemacht haben. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, da war der Kanal ja noch deutlich kleiner. So, was brauchen wir noch? Ich muss mich ein bisschen nebenbei konzentrieren. Das Zylinderkopf-Oberteil 4321 müsste hier auch noch irgendwo rumliegen. Hier liegt das Oberteil dazu. Da fehlen zwar die Kipphebel, aber die habe ich bestimmt auch noch irgendwo rumliegen. Getriebe habe ich hier rumfliegen. Nockenwellenrad, auch das Richtige und das ist auch noch okay. Kickstarterwelle, gut, dann nehmen wir halt eine andere. Hier ist noch der Rest davon. Ich hätte notfalls auch noch eine. Ist ja nicht wie bei armen Leuten hier, ne? Dann Getriebe. Das ist zwar hinüber hier, aber ich habe noch eine instand gesetzte Welle. Wenn ihr dieses Problem hier unten habt, dieses hier, das können wir instand setzen. Das haben wir also auch ein Getriebe. Dann Anlasser, Freilauf, Narbe und Co. brauchen wir nicht. Dann hier Getriebeträger, Kickstarterrad und Klauen haben wir auch. Aber da würde ich gerne die neuen nehmen mit der Rolle da drauf. Primärrad muss mit Kupplung kommen. Den Korb finde ich jetzt gerade nicht, habe jetzt auch keine Lust mehr nachzusuchen. Aber hier findet sich schon noch ein Korb. Also Primärrad, die Federn, die Muttern dafür tauchen dann auch irgendwo auf. Dann brauchen wir alles, was Kickstarter, Schaltwelle haben wir auch. Nockenwelle wird so ein Thema werden, weil für den Motor hätte ich gerne was, was ein bisschen Druck macht. Aber ich habe hier noch ein paar gesammelte Werke, was Nockenwellen angeht. Dann haben wir hier zum Beispiel irgendwas vom Herrn Frauenschuh. Kann ich nicht ganz identifizieren, muss ich dann mal eben mit der Uhr drauf. Dann haben wir hier eine 2491, 2491, 2491, eine 586, also 660. Ich sag mal so, an der Nockenwelle wird es nicht scheitern. Hier wäre sogar noch ein Rad drauf. Und hier sind Kipphebel, guck. Und noch ein paar Ventiltops und Ventilteller und Ventilfedern. Man kann so viele tolle Sachen machen, wenn man Bock hat. Ein Rotor fehlt, aber den kann man auch notfalls dann aus seinem Motor rausziehen. Das Tuning übernehme ich. Ventile kriegt er von mir. Kommen meine 38, 33 mm Tuningventile rein. Oder wir gehen auf einen Polyquad-Kopf, das weiß ich noch nicht. Das würde ich gerne ausprobieren, das wäre die Gelegenheit. Wenn das dann nicht funktioniert oder nicht die Ergebnisse bringt, dann kann man dann die anderen Ventilsitze auf die gleichen Dimensionen bringen wie die anderen. Polyquad erkläre ich euch dann. Im Prinzip quasi schon fast gewesen. Wir brauchen einen Kupplungskorb mit Primärantrieb. Also wenn du einen Kupplungskorb noch über hast aus einem Modell ab 2003, wo die Ausgleichswelle Zylinderrollen gelagert ist, sprich 31 zu 79 Übersetzung müsste das sein. Dann schreib mich gerne an, da hätte ich Interesse dran. Und ansonsten Belege, Lamellen, da habe ich hier genug von rumfliegen. Kühlerschläuche haben wir auch in neu da, wäre auch egal, sind noch neue drin. Anlasser, Freilauf und der Quatsch fliegt raus. Dann kommen wir hier doch so langsam in die Richtung eines vollständigen Motors. Oder was meint ihr? Wie gesagt, nagelneues Gehäuse, was vom LKW gefallen ist. Klingt witzig, ist aber so. Kopf, Zylinder, alles auf Highflow, Ölschauglas mit Dings. Also Rumpfmotor ist dann von 2005 oder 2006. Wahrscheinlich 2005. Kurbelwelle ist von 2000. Stator und Co. auch. Kupplungsdeckel ist wieder ab 2003. Also wir werden dann hier ganz wild sämtliche Baujahre miteinander mischen. Kopf ist zum Beispiel von 2000. Jetzt müsste ich lügen. 2004. Zylinder ist von 2006. Kolben ist nagelneu. Pleuel ist nagelneu.
mischen wir hier jetzt halt so richtig geil einen Motor durch und suchen uns dann dabei das Beste raus, wie man das dann am smartesten umsetzt. Und das wird folgendermaßen laufen. Das ist aktuell der Plan. Markus wird diesen Motor selbst montieren in einem Livestream in meinem Beisein. Das heißt, wir werden uns dann hier mit Kamera hinstellen, wie ihr das die letzten Male auch gewohnt wart. Ich werde den Video verlinken, wo wir das gemacht haben, wo ich hier im Livestream den Motor zusammengebaut habe. Und du kannst dann, während Markus seinen Motor zusammenbaut, dabei sein. Ich werde alles vorbereiten, ich werde ausdistanzieren, werde das lagern, werde das alles fertig machen, sodass er es nur noch zusammenstecken braucht. Und ich werde mir das dann angucken und wenn er Fehler macht, werde ich eingreifen. Und ansonsten werde ich ihn dann machen lassen. Es wird dann vielleicht 2 Tage dauern, aber das macht ja nichts. So sieht das aus. Wenn du dich jetzt fragst, warum machst du das? Ja, als Dankeschön für Markus. Sein Motor, den er da drin hat, der ist von 96 oder von 97, sein 620 Motor. Und den haben wir frisiert und an die Kotzgrenze gebracht und der Motor gibt einfach auf. Es ist so, dass die Materialien, das Gehäuse, dass das alles so weich geworden ist, dass stellenweise Gewinde nicht mehr halten. Es ist einfach alles müde geworden. Und ich dachte, wenn man die Möglichkeit hat, aus ohne Ende Schrott, was für andere Schrott wäre, nochmal was Geiles, Neues zu bauen, dann ist das vielleicht auch interessant für dich und deswegen nehme ich dich mit. So machen wir das. Abonnieren.